Ich denke, in erster Linie ist es nicht mal das Fotografieren, was mich antreibt, nach draußen zu gehen, sondern einfach ein bisschen abzuschalten und die Stadt oder das Stadtleben so ein bisschen hinter sich zu lassen und einfach zu sagen, hey, wie kann ich für mich sein oder ich kann mit anderen Leuten zusammen sein, kann die Ruhe und die Natur genießen und einfach mal den Kopf ausschalten. Wir fahren halt weg, weil wir denken, woanders ist es geiler. Und das ist eben, glaube ich, das Coole, dass man einfach rausgeht, vor die Tür geht und merkt, hey, da ist ja auch noch was und das ist ja eigentlich auch ziemlich schön. Na, ich finde eigentlich, dass man bei jedem Trip, jedes Mal, wenn man irgendwie rausgeht, sei es zum Fotografieren oder einfach nur zum Wandern, kann man sich jedes Mal ein Stück selber neu kennenlernen, weil man natürlich über seine Grenzen gehen muss an manchen Stellen, weil man vielleicht ab und zu mal irgendwie Dinge tut, die man sonst nie tun würde. Man lernt neue Leute kennen und dementsprechend lernt man auch sich selber besser kennen. Also frühes Aufstehen ist immer hart, aber immer geil. Das ist einfach ein Gefühl. Du kommst oben an und fühlst dich so komplett frei und wirst auf jeden Fall belohnt für das frühe Aufstehen. Ich denke, Fotografie lehrt mich so ein bisschen, sich auch im Alltag wieder mehr auf die kleinen Dinge zu konzentrieren und kleine Momente auch zu genießen und zwischendurch mal innezuhalten und sagen, hey, ist doch eigentlich gerade ganz schön. Ist natürlich am Ende so, dass das Foto eine Momentaufnahme ist, die man sich vielleicht im Nachhinein nochmal anschauen kann, aber im Kopf bleiben halt die Erinnerungen, die man mit Leuten zusammen hatte und die ganzen gemeinsamen Erlebnisse.